Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Portal 2. Wir sind hier bei dem Aufzug stecken geblieben. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Aufzug ist nämlich auch stecken geblieben. Irgendwas muss es hier geben, damit wir hier weiterkommen. Ich weiß nur noch nicht was. Hier ist ja kein Durchgang hierzu, ne? Ja, wir schießen da jetzt noch mal ein Portal hin, hier hin. Nein, ein bisschen näher dran. Und gucken mal, ob wir da nicht doch irgendwie drauf kommen. Aber das war ja jetzt nichts. Oder übersehen wir. Ja. Oder übersehen wir vielleicht was? Möglicherweise ist das so. Es könnte so einfach sein. Okay. Hätte man sich am Anfang gescheiter umgesehen, hätte man's. Nun ja, gesehen. Das ist echt schon ein bisschen peinlich. Bringt das hier was? Bringt das hier was? Kann ich hier was machen? Nein. 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 Hier komme ich auch nicht rein. So. So langsam finde ich das toll, geht das Rätselraten mal so richtig los. Das gefällt mir, dass das nicht so klar durchsichtig ist. Aha. Das dürfte gehen. Wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt mal nochmal runter. Und würde gerne. Ja, es geht von hier aus hier in so ein Loch reinspringen. Würde gerne mich aber von hier aus rüber katapultieren. Das müsste das doch gehen, oder? Ja, es funktioniert. Sehr schön, sehr schön. Wenn ich jetzt dahergehe und sage. Dann bekommt es auch noch mal den Wubbel, wodurch ich dann auch wieder darüber kann. Ups. Das war dumm. Okay. Na gut. Nochmal von vorne. Und los, dann auf das Gel und dann hier oben drauf. Perfekt. So, wie kommen wir da oben drauf? Da geht das Frage-Antwort-Spiel weiter. Ja, das sehe ich, dass da ein Loch dran ist. Ich muss hier irgendwie hoch. Wo ist denn das nicht an? Das ist eine ernst gemeinte Frage.
meine, warum ist wirklich, jetzt mal ohne Witz, warum ist das Gel nicht an? Weiß, nein. Würde das funktionieren, wenn ich eine Plattform finde? Ich gucke einfach mal unten. Funktioniert nicht. Wie auch. Hier ist ja alles zu. Hier oben ist Gel. Komme ich aber nicht dran. Was? Oder ist das dann nur etwas, um da hochzukommen? Ja, es ist nur das, um da hochzukommen, theoretisch. Okay. Wie kommen wir jetzt da hoch? Irgendwas muss es hiermit auf sich haben. Die Frage ist nur, was? Denn hier ist nirgendwo die Möglichkeit, ein Portal dran zu setzen. Nirgends. Das Ding, was ich habe, ist auch, warum sind denn, ist denn jetzt das Gel hier unten das Blaue ausgegangen? Das macht für mich halt eben echt keinen Sinn, warum das jetzt hier aus ist. Aber das kann doch von hier oder nicht? Ja. Wollen wir nochmal nach da oben gehen? Vielleicht habe ich hier. Okay, so einfach ist es, geht's nicht. Vielleicht habe ich hier was Krasses übersehen. Auch nichts machen. Ich habe hier ein Gel. Da komme ich aber nicht dran. Richtig? Hier will ich hoch. Habe aber auch keine Wand, wo ich das dran schießen kann. Ganz unten. Hoch komme ich immer wieder. Hätte jetzt vielleicht gedacht, ob man in diesen Betonpfeilern hier ganz oben hätte was dran machen können. Geht auch nichts.
Genau. Juhu. Wie geht es jetzt hier weiter? Hier ging ja nichts, ne? Aber ich kann hier durchschießen. Wie ist das denn? Kann ich mir das hier mal angucken? Vielleicht kann ich hier nur von hier nicht dran, aber vielleicht ist da ja was auf dem Boden oder so. Natürlich, man kennt es. Ah, okay, alles klar. weiter geht's. Habe ich alle drei Typen von Giel. Wo will ich überhaupt hin? Ist jetzt eine gute Frage, ne? Ich will wahrscheinlich hier hoch. Bedeutet für mich. Ja, natürlich nicht so einfach. Ist auch klar. Aber ich könnte da mit dem das zu einer Portalwand machen. Das ist ja schon mal ganz gut. Jetzt könnte ich dahergehen und sagen, also mal. Brauchen wir gerade beides da. Jawohl. Das hat funktioniert. Geilo. Jetzt ist die Frage. Was brauche ich hier? Weil wo will ich hin? Will ich da drauf? Brauche ich hier einen Sprunggel? Moment mal. Das kriege ich schon hier. Okay, andersrum. Ich brauche das Weiße, das Grau, oder das graue Gel. Dann werde ich nämlich das andersrum setzen. Und kann jetzt dahergehen und sagen, ich hätte gern hier das Blaue dran. Zack. Jetzt muss ich aber wieder. Bisschen hier meine Strecke präparieren, damit ich da raus kann. Das ist sowas von dämlich. Du bist automatisch hochgestartet.
surfe ich dann nicht weit genug. Da oben. Funktioniert das nicht weiter? Tatsächlich nicht. Ich hätte sowieso eigentlich ganz gerne noch ein bisschen was. Hier. Aber da fliegt nichts hin. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Nochmal. So, jetzt aber. Das hier in diesen Verteiler reingeht. Wie cool ist das denn bitte? Ich kann nicht da oben dran. Da dran. Ist das was? Jawohl, wir haben es da rausgeschafft. Weiter geht's, weiter geht's. Was müssen wir hier machen? Kann man da hinten durch? Wahrscheinlich nicht, nicht nach einer Tür aus, die man öffnen kann. Okay, hier hoch geht auch nichts. Da oben muss ich wahrscheinlich hin. Passt. Na. Dann geht aber hier. Zack. Hier. Zack, zack. Jawohl. Haha. Fläche? Nein. Aber Gele. Kriegen wir jetzt hier Gele in den Raum rein? Hier ist auf jeden Fall noch eine Plattform dann. Das funktioniert, wenn ich mich da drauf stelle, dass es dann hochfährt? Wahrscheinlich nicht, ja? Oh, doch.
Ich bin begeistert. Vielleicht. Okay. Bestimmt müssen wir nicht nach da hinten. Da kommen wir eh nicht hin. Wir müssen bestimmt hier hoch. Wir sind wieder in Aperture Laboratories. Oh. Jetzt kommen wieder die richtigen Testkammern. Und nicht diese Uralt-Testkammern, wie sie da bisher waren. Nehme ich jetzt mal an. Ach ja, es gibt ja auch diese Würfelkrabben Teil 8, die Unruhe. Genau. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Heißer? Heißer? Kochend heiß? Ko okay, kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt, ganz, 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 ganz kalt. Nun drück schon endlich den Knopf! Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir Ja. moxen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. Okay. So komme ich hier raus. Hallo, ihr Krabben. Hey, wie gesagt, ich nenne sie gerne Krabben. Die wunderbaren Cube-Krabben. Das war jetzt echt ein riesiger Fortschritt mit dem Aufzug nach oben. Ja, hier bin ich wieder in solchen Testkammern. Hi, Hallo? Schwachkopf. Wahr, würde ich sagen. Das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage Warte, sofort das evakuiert. hatte ich doch repariert. Warnung, kritischer Reaktor Da, repariert. Hey, wie schön euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, Glaube ich dir wie es der nicht. Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Danke. Arschloch. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen, die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Ja. Oh, aber ich sag Wir dir, sind die wenn ich dann Leidtragenden. teste. Oh, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen, immer nur testen. Okay, du testest, ich guck zu, was du so Das treibst. wird Und jeder von kranker uns kann Süchtiger, Alter. zufrieden sein. Warnung, Aber richtig. Kernüberhitzung. Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Wir haben ein Problem. Test. Diesen Tja. Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Nein. Oh, ja. Gut gemacht. Oh, das ist einmalig. Super, ne? Habe ich gleich gelöst. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso Schön, löst mit du nur so nicht ein einfach bisschen Witz weiterhin dabei. diesen hier? Immer Schön. denselben. Und ich kann. Ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Warum muss ich denn dahin? Ich will dadurch. Arschloch. Los geht's. Mach's einfach nochmal. Ja, mache ich. Und nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests. Neue Tests. Neue Hier müssen Tests, doch noch ja. irgendwo irgendwelche Tests sein. Da. Ah, Jetzt kann was ich ja ist? weiter. Gar Kartoffel, Mensch. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über Notfallprogramme.
Ja. Ist nicht der allerhellste, der. Oh, jetzt heißt das auch Wheatley Laboratories. Auch nicht schlecht. Ups. Wheatley, die kleine Ratte. Alles in Butter. Ach, jetzt Ich ist habe es gerade ein doch paar die neue Tests 1. erfunden. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Ja, ich will da hoch. Komm. Hier ist ein bisschen was kaputt, wollte ich nur mal so gesagt haben. Okay. Kaum Licht etwas. Ein Wirbelte. Okay, so einfach komme ich da nicht dran. Alles klar. Aber so komme ich da ran. So komme ich da dran. Das ist das Schlimme, die können noch rumlaufen. Doch. Naja. Da musst du ja eh dran. Gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hole euch dann ein. Ja, nee. Der fällt jetzt nämlich so bescheuert. So. Jetzt kann man das gerne wiederholen. Muss ich das gleich nur umsetzen, wenn ich da oben drauf stehe. Das war ein bisschen dumm. Sobald ich da oben drauf stehe, werde ich das gleich umsetzen. Auf diesen Punkt. Dann ist es jetzt hier. Ich musste gar nicht dahin. Ich musste nicht dahin. Ich dachte, ich müsste wieder nach ganz oben drauf. Einfach mal vorher genauer gucken, ne? Das Problem haben wir ja jetzt hier des Öfteren schon gehabt. So. Aber ich würde jetzt mal sagen, an dieser Stelle, ich komme jetzt zur nächsten Testkammer, aber Diesen Test da. habe ich selbst entworfen, zusammengesetzt aus Aussprechen lassen. kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert, es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Ja, einfach sensationell. Das ist das Stichwort. Ich hoffe, ihr fandet die Folge auch einfach sensationell. Ich würde mich über einen Like oder über ein Abo tierisch freuen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es wieder heißt, Portal 2 Singleplayer-Kampagne. Bis dahin.